Herzlich willkommen zu unserem ersten ARD-Sommerinterview. Nur noch 11 Wochen bis zur Bundestagswahl und was für einer. Nach 16 Jahren endet die Ära Merkel. Die Union tritt ohne Amtsbonus an. Die Karten werden neu gemischt. Auch unsere Sommerinterviews stehen ganz im Zeichen der Wahl. Und den Auftakt machen wir heute mit dem NRW-Ministerpräsidenten, CDU-Chef und Unionskanzlerkandidaten. Herzlich willkommen, Armin Laschet. Grüß Sie, hallo Frau Haas. Herr Laschet, haben Sie eigentlich schon die härteste Phase des Wahlkampfs hinter sich, den internen Machtkampf mit CSU-Chef Söder? Naja, das waren anspruchsvolle 10 Tage, was aber normal ist, wenn eine lange Kanzlerschaft endet, dass es auch mehrere Kandidaten gibt. Das ist jetzt entschieden. Aber ich glaube, die eigentliche Auseinandersetzung geht ja darum, welche Richtung nimmt das Land. Mhm. Und da erwarte ich schon einen engagierten Wahlkampf. Aber hat Sie das gestärkt, diese harte Zeit? Es wäre anders schöner gewesen. Aber wenn man eine Idee hat, wenn man dafür steht, wenn man dafür wirbt, dann muss man auch so eine harte Zeit mal durchhalten. Und das habe ich gemacht und es hat vielleicht am Ende auch geholfen. Warum trauen Sie sich kein Direktmandat zu? Die Kanzlerin hat Ihren Wahlkreis immer im Direktmandat geholt. Sie starten jetzt lieber auf dem sicheren Listenplatz 1. Ich traue mir das zu, aber wir haben da einen engagierten Abgeordneten in meiner Heimatstadt Aachen, Rudolf Henke, der gerade in der Gesundheitspolitik hier sehr viel bewegt hat. Und ich hätte ihn dann verdrängen müssen und habe gesagt, nein, du hast hier gute Arbeit gemacht. Ich gehe auf das Listenmandat. Aber also nicht verdrängen, aber nicht Angst schon vor dem Start zu stolpern? Nein, ich glaube, dass ich in Aachen auch sehr, ich spüre das ja, sehr viel Zustimmung gehabt hätte. Aber wenn einer da Jahre gearbeitet hat, einfach zu sagen, du, jetzt komme ich, mach mal Platz, ist nicht mein Stil. Mhm. Wie ist das, wenn man oft unterschätzt wird? Ärgert Sie das oder ist es letztlich ein Vorteil? Ach, ich habe darüber nie nachgedacht, ob andere mich unterschätzen oder überschätzen. Viele haben sich jedenfalls verkalkuliert in den letzten Jahren. Das stimmt. Und deshalb kann man doch nur bei seinen Ideen bleiben, dafür werben und am Ende hoffen, auch Mehrheiten zu finden. Wer Stabilität und Erneuerung will, der muss CDU wählen, sagt zumindest der Generalsekretär der CDU. Warum aber ausgerechnet die Partei, die 16 Jahre an der Regierung war und damit auch mitverantwortlich für den Reformstau, der ja jetzt behoben werden soll, warum soll die wieder ins Kanzleramt? Also in diesen 16 Jahren Angela Merkel gab es ja sehr unterschiedliche Phasen, 4 große Weltkrisen. Mit unterschiedlichen Koalitionen übrigens. Mhm. In der Zeit haben auch die Sozialdemokraten lange mitregiert. Aber im Kanzleramt saß die CDU. In der Zeit hat auch die FDP mitregiert. Und in vielen Ländern haben auch die Grünen regiert. Und wir haben auch in den Ländern natürlich, wenn ich an das Bildungssystem denke, auch einen Reformstau. Aber im Kanzleramt saß die CDU. Das ist wahr, aber ich glaube, das waren trotzdem gute Jahre für Deutschland. Unter Angela Merkel, ich habe die 4 Weltkrisen erwähnt, die Weltfinanzkrise, dann die Euro-Schuldenkrise, wo fast unsere Währung zerbrochen wäre, dann die Flüchtlingskrise und jetzt die Pandemie. Und das hat eher gezeigt, dass wenn Krisensituationen da ist, die Menschen der CDU das zutrauen. Herr Laschet, deshalb muss ein Stück Kontinuität da sein. Aber das, was nicht optimal ist, das muss sich jetzt ändern. Gucken wir jetzt aufs Programm. Bei diesen Sommerinterviews lassen wir wieder ganz normale Menschen auch zu Wort kommen, potenzielle Wählerinnen und potenzielle Wähler. Und wir fangen mit Klimaschutz an. Der ist längst spürbar hier schon. 3 Dürresommer. Und als erstes fragt deshalb ein Landwirt Sie. Und der Landwirt heißt Eike Tschosche. Er ist Landwirt aus Sachsen-Anhalt. Er betreibt konventionelle Landwirtschaft, aber nutzt nur ganz selten Pestizide. Und er hat folgende Frage an Sie. Lieber Herr Laschet, historisch klebte die CDU oft an konservativen Werten. Und ich konnte in der Vergangenheit nicht feststellen, dass die CDU bereit ist, tatkräftig am Klimawandel ihren Beitrag zu leisten. Für ihre neue Funktion geben Sie sich einen Stoß. Und schaffen Sie die Voraussetzungen, dass die Landwirte ab sofort ihre Produktion umstellen können. Schaffen Sie die Voraussetzungen gesetzlich, dass wir uns klimaangepasst produzieren können. Herr Laschet, was sagen Sie, Herrn Tschosche? Wie würden Sie als Kanzler die Landwirte unterstützen, dass sie umstellen auf klimaverträgliche Landwirtschaft? Also wir haben ja bereits jetzt Maßnahmen, wo dieser Umstieg unterstützt wird. Man muss ja wissen, die Landwirtschaftspolitik wird finanziert aus europäischen Geldern.
Und dann ist die Frage, wie werden diese Gelder eingesetzt? Mhm. Und in den letzten Jahren ist zunehmend das Umstellen auf klimaneutrale Produktion unterstützt worden. Aber man darf auch nicht Biolandwirtschaft ausspielen gegen konventionelle Landwirtschaft. Wenn ich das richtig verstanden habe, war unser Zuschauer ein konventioneller Landwirt, der sich mehr Förderung trotzdem, sich um den Klimawandel, um den Kampf gegen den Klimawandel kümmern will. Und perspektivisch werden Maßnahmen, die die Landwirte erbringen, auch finanziell entschädigt. Wenn man bei Klimaschutz bleibt, dann steht im Programm, klimaneutral soll Deutschland bis 2045 sein. Aber konkrete Ausbaupfade oder Zeitachsen sind nicht in Ihrem Programm zu finden. Warum? Doch, ist eine sehr konkrete Aussage drin, dass wir bis 2045 klimaneutral sein wollen. Im Pariser Klimaabkommen ist 2050 geregelt. Also wir wollen in Deutschland etwas schneller sein. Das hat noch die jetzige Regierung beschlossen. Und das ist auch Bestandteil unseres Programms. Aber wie genau Sie da hinkommen? Ja, mit Zeitachsen oder Strompreisen steht da nicht. Ja doch, aber es steht beispielsweise drin, dass es eine CO2-Bepreisung gibt. Das ist ein Element. Es steht weiter drin, dass der Kohleausstieg jetzt kommen muss, so wie er angelegt ist. Und das reduziert Jahr für Jahr CO2. Und darüber hinaus soll das Ganze technologieoffen sein. Mhm. Deshalb können Sie heute noch nicht sagen, was passiert im Februar 2031 oder im März 2035. Wir müssen in die Richtung gehen und exakte Pfade haben, wie wir Jahr für Jahr reduzieren. Wie teuer sollte die Tonne CO2 werden unter einem Kanzler Laschet? Oder überlassen Sie das komplett dem Markt? Ja, weil das tun wir, weil es im europäischen Zertifikatesystem, wo ja bereits ein Emissionshandel für Energie vorhanden ist, gut funktioniert. Man hat ein CO2-Ziel festgesetzt, was reduziert werden soll, hat dann Zertifikate ausgegeben und der sich nicht dran hält, muss immer mehr zahlen und es wird immer teurer. Und jetzt ist der Preis bei 25. Es gibt Berechnungen, die sagen, wenn man es komplett dem Handel überlässt, dann wird das extrem teuer werden. Und wie wollen Sie denn dann die Bürger entlasten, wenn Sie quasi eine Umlage, so wie die Grünen es wollen, nicht möchten? Ja, die ist etwas bürokratisch und kompliziert und beantwortet die Frage letztlich auch nicht. Man kann nicht alles über den Preis regeln. Es wird auch Ordnungsrecht brauchen. Zum Beispiel der Kohleausstieg ist vom Gesetz her beschlossen, verhandelt mit den Unternehmen und die Arbeitnehmer haben dann auch eine soziale Begleitung bekommen, wenn sie in den Vorruhestand gehen. Und das wird man bei anderen Bereichen auch brauchen. Und ansonsten muss jeder beim Autokauf beispielsweise spüren, wenn er auf ein Elektromobil umsteigt, wird das auf Dauer für ihn günstiger als ein kalkulierbar steigender Mineralölpreis. Und der pendeln muss, erhält über die Pendlerpauschale einen Ausgleich, denn der hat oft gerade im ländlichen Raum keine Möglichkeit zu wählen. Herr Laschet, in NRW haben Sie gemeinsam mit dem Klimagesetz eine neue Abstandsregelung für Windkrafträder verabschiedet. 1000 Meter Abstand zwischen Windrad und Minisiedlungen festgeschrieben, das selbst für das Umrüsten alter Anlagen gelten soll. Da geht quasi nichts mehr. Und es gibt Berechnungen, dass sogar jede zweite Windkraftanlage gefährdet ist. Wie wollen Sie so den Klimawandel, die Klimapolitik schaffen? Also das ist eine These, dass nichts mehr geht. Im letzten Jahr gab es den größten Windenergiezubau an Land in Nordrhein-Westfalen. Und die 1000 Meter Abstand gelten auch im Land Brandenburg, wo die Grünen, wo Frau Baerbock Mitglied ist, zugestimmt haben. Aber Herr Laschet, zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass dass so eine Genehmigung für ein Windrad zwischen Genehmigung und Bau 5 Jahre sind. Nein. Also könnte man sagen, das geht noch auf die alte Regierung zurück. Nein. Erstens, Brandenburg nochmal hat das Gleiche beschlossen, grüne Regierungsbeteiligung. Und deshalb finde ich, dass es nicht hilft, daraus eine parteipolitische Frage zu machen. Mit am schlechtesten ist übrigens das grün regierte Land Baden-Württemberg, nur um mal unter den 16 Ländern zu vergleichen. Zweitens gehen bei uns die Verfahren der Genehmigung schneller, weil wir haben Entfesselungspakete gemacht, die gerade auch bei Windenergie, bei Photovoltaik schnelleren Anlagebau ermöglichen. Aber sie brauchen trotz allem immer die Akzeptanz in der Bevölkerung. Die ja klagen, sind oft Naturschutzverbände, die gegen Windräder klagen. Und das in Einklang zu bringen, ist die große Aufgabe, vor der Politik steht. Herr Laschet, Sie haben auch immer wieder gesagt, Umweltschutz muss sozialverträglich sein. Aber, und das
ist jetzt sozusagen, biegen wir zu unserem nächsten O-Ton ein, gilt nicht bei der ökologischen Sanierung von Wohnungen. Und da kommt jetzt Rainer Wild. Er ist Geschäftsführer des Berliner Mietenvereins. Seit 40 Jahren kümmert er sich um die Sorgen und Nöte der Mieter. Und sein Verein hat 180.000 Mitglieder. Und er hat folgende Frage an Sie. Herr Laschet, die CO2-Bepreisung beim Heizen soll einseitig nach den Vorstellungen der CDU-Fraktion beim Mieter verbleiben. Das verwundert doch sehr, weil die CDU ja gerade bei den Autofahrern über die Pendlerpauschale eine Entlastung unmittelbar sogar vorsieht. Beim Heizen allerdings sollen die Mieter die Belastung der CO2-Bepreisung tragen, obwohl Vermieter durch ihre Maßnahmen, zum Beispiel Heizungsumstellung oder Wärmedämmung, ein Vielfaches an Energie und CO2 einsparen könnten. Warum wollen Sie tatsächlich die Mieter hier belasten? Warum wollen Sie die Immobilienwirtschaft schonen? Was sagen Sie, Herrn Wild? Also, erstens ist das eine extrem komplizierte Frage, wenn man eine gerechte Lösung haben will. Was jetzt im Bundestag nicht mehr gelungen ist, ist die 50-50-Regelung zwischen Vermieter und Mieter, weil natürlich die Wirkung eine unterschiedliche ist. Das eine ist, der Mieter selbst entscheidet ja, ob er Energieverbrauch reduziert oder ob er die Fenster aufmacht und anders einfach seine Heizungskosten nutzt. Deshalb ist er erstmal der Akteur, das ist der erste Teil. Der zweite Teil, da hat Herr Wild recht, der Vermieter könnte aber durch Umbau der Wohnung oder durch Umbau der Dämmung und der Fenster ebenfalls seinen Beitrag leisten. Und deshalb brauchen wir eine Lösung, die beiden gerecht wird. Aber die CDU-Fraktion hat, nein, Herr sie hat, nur doch, diese, nein, sie hat die 50-50-Kompromissregelung hat sie gekippt. Stimmt. Und damit liegt wir brauchen im Moment, eine bessere. Genau, damit wir brauchen liegt, eine bessere. Denn ein Mieter kann ja überhaupt keinen Einfluss darauf haben, ob die Fenster ziehen oder die Heizung alt ist und er teuer zahlen muss. Stimmt. Welche bessere Lösung hätten Sie nochmal, denn? Auch ein Vermieter hat keinen Einfluss darauf, wie sich der Mieter verhält. Das ist wechselseitig. Mhm. Und die jetzige Lösung, dass der Vermieter quasi gar nichts leistet, wird keinen Bestand haben. Das ist doch ein Wort. In der Kürze war nur keine andere Lösung denkbar. Und noch eine Bemerkung, die wir im Kopf haben müssen. Er hat von Wohnungsbaugesellschaften gesprochen, Immobilienwirtschaft gesprochen. Die kann das leisten. Okay. Aber Vermieter sind doch oft Menschen, die ein einziges Haus haben. Das ist deren Altersvorsorge. Und deshalb muss auch das sozial gerecht gelöst werden. Während Sie einen Schluck trinken, frage ich die Frage. Aber spannend ist, Sie haben gesagt, so wird es nicht bleiben. Jetzt kommen wir mal weiter. Gebäudesanierung ist ein ganz wichtiger Bereich bei der Einhaltung von Klimazielen. Und so ein Dach oder eine Fassade, die saniert man einmal und dann für lange, lange Zeit nicht mehr. Warum hat die Unionsfraktion denn auch eine Maßnahme gekippt, die vorgeben sollte, Solardächer bei Neubauten vorzuschreiben? Ja, weil sie damit für den, der ein Einfamilienhaus oder was auch immer neu bauen will, es wieder erschweren. Gerade Menschen, die so knapp an der Schwelle sind, in eigenes Eigentum zu gehen, die darf man nicht mit immer mehr Zwangsauflagen belegen. Man muss es attraktiv machen, eine Photovoltaikanlage dann zu bauen. Anreize. Aber das Bauen immer teurer machen, mit immer mehr Auflagen, macht es am Ende nur für eine bestimmte Einkommensgruppe überhaupt noch möglich, Eigentum zu erwerben. Herr Laschet, um diesen Komplex dann abzuschließen noch kurz. Was sagen Sie Menschen, die sagen, wir haben keine Zeit mehr? Wir sind jetzt schon bei 1,2 Grad. Wenn wir die 1,5 halten wollen, haben wir nicht viel Zeit. Was würde Herr Laschet als Kanzler machen, damit schnell effektiver Umweltschutz passiert? Ja, also wir müssen das natürlich, als erstes würde er darauf dringen, dass wir in Deutschland schneller werden, auch in den Genehmigungs- und Planverfahren. Wenn wir wollen, dass weniger Leute fliegen, müssen wir schneller Bahnstrecken bauen, zum Beispiel. Es geht alles viel zu langsam. Wir haben inzwischen Klagen selbst gegen Radschnellwege, wo Bürgerinitiativen dagegen sind. Also hier müssen wir A, schneller werden und B, 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes findet in Deutschland statt. Wir brauchen dringend größere internationale Anstrengungen. Und unser ganzes Wahlprogramm beginnt mit der Außenpolitik, der internationalen Politik, weil ohne China, ohne Russland, ohne andere große Akteure geht es nicht. Und da ist mir noch etwas zu wenig Dynamik, auch auf den G20-Gipfeln in diese Richtung.
Herr Laschet, das könnten wir noch lange diskutieren, tun wir jetzt nicht. Wir kommen zu einem anderen Thema, zu einer anderen Stimme. Jetzt geht es um die Finanzierung all der Vorhaben. Und der nächste O-Ton kommt von Lukas Leon Essel. Er ist erst 20 Jahre alt, er ist Mitglied der Jungen Union und Stadtrat in Bad Dürrenberg. Und die Junge Union, das muss man einmal sagen, ist der Wahlkampfmotor der CDU. Und ihm brennt folgende Frage auf den Nägeln. Lieber Herr Laschet, in unserem Wahlprogramm steht vieles niedergeschrieben. Den Wohlstand, den wir jetzt haben, wollen wir möglichst erhalten. Aber ich mache mir Gedanken zu meiner Generation, also zu denen, die in 40, 50 Jahren in die Rente eintreten. Wer soll das alles finanzieren? Wer soll das alles bezahlen? Ja, was sagen Sie, Herrn Essel? Also er meint hier speziell die Rente? Er meint alles. Er sagt extrem, ja. Also die Kernfrage ist, wie kommen wir nach der Pandemie wieder zu besseren Einnahmen für den Staat? Mhm. Da sagen die politischen Wettbewerber, indem wir die Steuern erhöhen. Mhm. Meine Antwort ist, wir haben während der Krise mit viel staatlichem Geld Liquidität in den Unternehmen erhalten, damit sie möglichst jetzt wieder investieren. Und jetzt Steuern zu erhöhen, wäre genau das falsche Mittel. Wir müssen wieder zu wirtschaftlichem Wachstum zurückkommen. Und vor der Pandemie hatten wir auch die Lehre, keine Steuererhöhung und trotzdem hat der Staat jedes Jahr mehr Geld eingenommen, weil mehr Menschen Beschäftigung haben und mit eingezahlt haben. Und da müssen wir wieder anknüpfen. Aber Herr Laschet, nochmal, wir haben gigantische Summen für Investitionen, die aufzunehmen sind. Und die Union sagt eben keine Steuererhöhungen. Sie sagt milliardenschwere Entlastung für Unternehmen und schwarze Null unantastbar. Wo soll denn das Geld herkommen? Ich sage nochmal, ich glaube, dass wir durch wirtschaftliches Wachstum und mehr Menschen in Beschäftigung, raus aus der Kurzarbeit, hin wieder Richtung Vollbeschäftigung, dass wir dadurch mehr Geld einnehmen werden. Und die zwei Antworten sind ja, die Schuldenbremse fallen lassen. Das wäre die eine Antwort. Dazu müsste man die Verfassung ändern. Das würde wieder zulasten der kommenden Generation gehen, denn dann müssten die ja die Schulden irgendwann zurückzahlen. Und die andere sind Steuererhöhungen, die jetzt im Moment Gift wären. Die SPD wirft dem Unionsprogramm soziale Kälte vor und der DIW hat nachgerechnet, dass Besser- und Hochverdiente profitieren, Entlastungen für Geringverdiener aber weitgehend fehlen. Wie passt das zu Ihrem sozialen Anspruch? Also erstens wundert mich das manchmal, was da errechnet wird, weil bisher war der Vorwurf ans CDU-Programm, es ist nicht konkret genug. Und insofern steht keine einzige Steuerentlastung drin. Es ist nicht die Zeit für Steuerentlastung. Wir haben im Programm drinstehen, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft werden soll. Das ist aber ein Verfassungsgebot. Das wird irgendwann vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden. Und wir sagen, perspektivisch muss man eine Ausgabe, die man für einen Zweck erfunden hat, aber wieder zurücknehmen. Also Sie weisen das zurück. Wenn das ist einfach nicht haltbar. Das Zweite ist, wenn entlastet wird, dann bei kleinen und mittleren Einkommen. Steht im Programm, aber auch nicht heute oder morgen, weil die Grundbotschaft ist, keine Steuererleichterungen im Moment. Dazu haben wir nicht das Geld. Herr Laschet, jetzt kommen wir zu etwas, was eine Schnellfragerunde ist. Ein Satz. Ja? Zunächst Stichwort Merkel. Was kann Angela Merkel, was Sie nicht können? Das weiß ich nicht. Gut, Stichwort Grüne. Eine Koalition mit den Grünen wird schwieriger als alle denken, weil... Na, jede Koalition wird schwierig, die man sich nicht erwünscht. Aber Demokraten müssen miteinander koalieren können. Und da gibt es auch bei den Grünen Anknüpfpunkte der Verantwortlichkeit in einer solchen Lage. Stichwort Frauen. Wird es unter einem Bundeskanzler Armin Laschet die erste Bundespräsidentin geben? Das ist schwer zu sagen. Der jetzige Bundespräsident hat ja seine Bereitschaft erklärt, weiterzumachen. Und die Frage entscheidet natürlich die Bundesversammlung und nicht der Bundeskanzler. Stichwort Berlin. Wenn ich die Wahlen verlieren sollte, komme ich als Oppositionsführer nach Berlin, weil... Also wir reden jetzt nicht über Niederlage, aber ich komme nach Berlin. Stichwort Familie. Ohne meine Frau wäre ich... Hätte ich so viel nicht geschafft. Sie hat mich sowohl in vielen streitbaren intellektuellen Debatten gefordert, als auch sehr häufig eigentlich immer unterstützt. Jetzt stelle ich die zwei Fragen noch, auch wenn das die Uhr die eine Minute abgelaufen ist. Stichwort Bundeskanzler. Ich wäre ein guter Kanzler, weil... Weil ich die Erfahrung aus einem großen Industrieland mitbringe und alles tun will, dass wir Industrieland bleiben, aber klimaneutral. Das ist jetzt die Aufgabe der Zeit. In meiner Politik stehe ich eher in der Tradition von Angela Merkel oder von Helmut Kohl?
beides. Ich habe Helmut Kohl, den großen Europäer, geschätzt. Ich habe geschätzt, dass er alle eingebunden hat, Sozialflügel und Wirtschaftsflügel. Und ich schätze bei Angela Merkel die Arbeit der letzten 16 Jahre. Kommen wir zu Corona. Ein Thema, was die Menschen enorm beschäftigt, ist, ob es nach den Ferien mit den Schulen weitergeht. Wie wollen Sie sicherstellen, dass im Sommer wieder Präsenzunterricht stattfindet? Also wir müssen alles tun, dass es Präsenzunterricht gibt. Die Vorkehrungen laufen auf Hochtouren. Das Umweltbundesamt hat jetzt noch einmal seine Position zu den Luftfiltern verändert. Da haben wir ja bisher viel Skepsis gehört. Jetzt scheint es möglich. Daran müssen wir in den nächsten Tagen weiterarbeiten, entweder fest installiert oder mobil. Zweitens, das Testen muss weitergehen. Also die Schulen sind darauf vorbereitet, zweimal die Woche zu testen. Maskenpflicht, finde ich, müssen wir am Anfang aus Sicherheitsgründen nach den Ferien wegen der Reiserückkehrer nochmal aufrechterhalten. Und wenn dann die Zahlen stabil sind, kann auch die Maskenpflicht fallen. Nur Ziel, Präsenzunterricht, denn er ist die einzige Garantie für manche Kinder, dass sie echte Bildungschancen haben. Absolut. Bundespräsident Schäuble fordert heute, man solle Jugendliche ab 12 impfen, wenn sie das wollten. Denn wenn dadurch Einschränkungen im Schulbetrieb zu vermeiden wären, wäre das ein ganz gewichtiges Argument. Sind Sie da auf Schäubles Seite? Ich folge der Ständigen Impfkommission. Das sind Experten, die genau die Risiken abwägen. Ist das Risiko größer durch die Impfung oder durch die Schäden, die entstehen? Und wenn die Ständige Impfkommission, auf die wir keinen politischen Druck ausüben sollten, ihre Position ändert, dann würde ich das auch politisch umsetzen. Die Grünen fordern jetzt einen Kita- und Schulgipfel von Bund, Ländern, Medizinern und Pädagogen. Werden Sie darauf drängen? Es gibt ja immer wieder Schulgipfel, das nennt man Kultusministerkonferenz, wo sich die 16 Kultusminister abstimmen, das reicht. Keine Mediziner, keine Pädagogen? Ja, die sind immer dabei, die sind zugeladen, die werden gehört. Und Pädagogen, die ganze Kultusministerkonferenz besteht aus Pädagogen. Der Unmut der Eltern ist ja riesig. 83% fordern, dass Bund und Länder jetzt Luftfilter für alle Klassenstufen zur Verfügung stellen, sagt eine neueste Umfrage. In NRW ist das noch nicht der Fall. Werden Sie denn das jetzt garantieren? Ich habe es ja gerade gesagt, das Umweltbundesamt hat bisher die Wirkung bezweifelt. Es ändert jetzt gerade seine Position. Wir sind dabei, alle Länder zusammen mit dem Bund, das Bundesprogramm mit Ländergeld aufzustocken, damit möglichst viele Luftfilter in den Schulen stehen. Das ändert übrigens nichts daran, dass dann trotzdem gelüftet werden muss. Denn die Luftfilter verändern nur die Luft, aber sie haben keine Frischluftzufuhr. Das kann man nur durch Lüften erreichen. Aber nicht mehr die ganze Zeit, genau, und dann nur noch in den Pausen. Und da sagt ja der Lehrerverband, das wäre ein gigantisches Plus. Trotz der Gefahr durch die Delta-Variante und obwohl Kinder nicht geimpft sind im Moment, hat ja NRW erhebliche Lockerungen jetzt eingeleitet, Disco, Volksfeste etc. Ist das verantwortlich? Die SPD wirft Ihnen jetzt Schönwetterpolitik vor mit Blick auf die Bundestagswahlen. Ja, das ist aber typische Parteipolitik wieder. Herr Maas ist der Außenminister der SPD, sagt im August alle Schutzmaßnahmen fallen lassen. Wir haben lediglich für die Inzidenz von 0 bis 10, also extrem niedrig, einige Grundrechtseingriffe zurückgenommen. Ab 10 gilt das, was in ganz Deutschland liegt. Und ein ähnliches Modell hat Baden-Württemberg, hat Niedersachsen, haben auch andere Parteifarben. Also die SPD, insbesondere der SPD-Vorsitzende, sollte daraus keine Parteipolitik machen. Herr Laschet, kommen wir mal zu Ihrem künftigen Team. Sie haben Parität angekündigt. Sie haben auch gesagt, Sie wollen nicht nur katholische Männer aus NRW in Ihren Reihen haben. Was machen Sie denn jetzt mit Carsten Linnemann, Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Jens Spahn, Ralf Brinkhaus? Wir werden alle eine Funktion finden, aber das Kabinett wird paritätisch. Und das Kabinett wird auch alle Länder in Deutschland widerspiegeln und muss auch Ost und West widerspiegeln. Insofern werden die nicht alle Minister. Und was zählt da am Ende? Loyalität oder Proporz? Nein, es zählt am Ende, dass sich die Vielfalt der Union widerspiegelt und dass auch in unserer Verwaltung und auch in der Spitze der Regierung Diversität ein Prinzip ist. Das haben wir derzeit in Deutschland nicht. Das Bundeskabinett, auch der Bundestag, spiegelt nicht so wirklich die vielfältige deutsche Gesellschaft wider. Und da würde ich gerne ein paar Akzente nach der Wahl setzen. Und ich versuche es nochmal, für den Fall, dass Sie nicht gewinnen, kommen Sie sicher nach Berlin und dann ja wohl als Oppositionsführer. Ich glaube das nicht, aber wir tun alles, dass es zu diesem Momentum nicht kommt.
Gut, wir kommen zum Schluss, Herr Laschet. Und da müssen Sie uns jetzt doch noch verraten, wo schaut Armin Laschet heute Abend das EM-Finale, mit wem und vor allem, wem drückt er denn die Daumen? Also, ich habe jetzt gleich noch den ukrainischen Staatspräsidenten zu Gast. Wir haben aber den Termin so vereinbart, dass danach beide Fußball gucken können. Und das werde ich dann machen, wahrscheinlich aus unserer Landesvertretung. Und ich tippe 3-1 für Italien und hoffe es auch. Hoffen auf Italien. Ich bin großer Italien-Fan immer. Und die haben während des Turniers einen tollen Fußball gespielt und die hätten es verdient. Super. Und weil wir einen Hauch von Zeit noch haben, noch ein Wort. Glauben Sie, dieser Wahlkampf wird schmutzig und wird der wirklich um Themen gehen oder letztlich um all das, was wir im Moment diskutieren? Ich hoffe dringend, dass wir bald wirklich zu Themen kommen. Wir haben ja heute einige angesprochen. Es stehen so große Veränderungen an. Es ist ein Epochenwechsel, vor dem Deutschland steht, sodass wir zurückkommen sollten zu Sachdebatten. Und von mir aus wird dieser Wahlkampf, wie alle meine Wahlkämpfe, fair sein. Ich finde nicht, dass man den Gegner persönlich attackieren sollte, sondern in der Sache hart streiten sollte. Das ist mein Stil und den will ich beibehalten. Dankeschön, Herr Laschet. Wir haben über Inhalte gesprochen. Das war nämlich unser erstes ARD-Sommer-Interview mit dem Unionskanzlerkandidaten, CDU-Chef und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet zum Auftakt eines besonders spannenden Wahlkampfs und hoffentlich auch eines inhaltlichen. Gleich in wenigen Minuten können dann Sie Ihre Fragen an Armin Laschet stellen, in Frag selbst auf den Social-Kanälen der Tagesschau und auf tagesschau.de. Wir bedanken uns bei Ihnen und natürlich bei unserem Gast. Danke. Okay.